guck rein und ich bin wirklich extrem traurig darüber. Extrem. Elbköppe TV, Urbex Pilgern und Outdoor. Guten Abend, Freunde, zu diesem Sondervideo. Keine Angst, am Sonntag kommt ganz normal Lost Place und nächste Woche wieder irgendwas mit Outdoor oder Wandern. Ja, ich möchte dieses Video heute noch schnell hochladen und fertig machen. Ich bin sehr, sehr traurig. Ich habe heute völlig aus dem Nichts ein Video von Saki, Kai Sackmann, gesehen. Ich weiß nicht, viele kennen Saki, macht Outdoor-Wanderungen, kennt sich ganz viel mit Bushcraft aus und so weiter. Hat heute ganz überraschend für mich gesagt, er hört auf mit YouTube und er ist wirklich einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber. Saki, falls du das hier siehst, ich wünsche dir auf deinem Weg alles erdenklich Gute. Ich muss wirklich, das ist ganz emotional gerade für mich. Ich liebe deinen Kanal. Ich habe deine Videos geliebt und mein Kanal, und das wissen meine Zuschauer gar nicht, ist tatsächlich nur durch Saki entstanden, Freunde. Ich habe tatsächlich seine Videos gesehen und habe gedacht, ey, das machst du auch schon seit Jahren, nur nicht für YouTube. Mach das doch einfach mal, trau dich mal. Und durch Saki habe ich mich dann getraut und durch Saki bin ich überhaupt auf Bushcraft gekommen. Ich wäre nie ohne ihn auf dieses Thema gekommen oder dieser Kanal wäre so nie entstanden. Und ja, im Hintergrund sieht man das Video auch, das heißt auch Abschied, das letzte Video. Ich dachte so, what? Was? Und guck rein und ich bin wirklich extrem traurig darüber, extrem. Aber ich akzeptiere natürlich seine Entscheidung. Ich weiß nicht, er hat sich was Neues, einen neuen Lebensabschnitt vorgenommen. Er hatte zwischendurch auch mal eine Pause gemacht. Ich weiß, dass er auch nicht ganz gesund war zwischendurch, ist deswegen vegan geworden. Kann man auf seinem Kanal alles gucken, Leute. Guckt euch die Videos an, die sind wirklich fantastisch. Ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach gerade ein bisschen down deswegen, aber wie gesagt, ich kann das irgendwo verstehen. Vermutung kann man jetzt anstellen. Ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht auswandern will, vielleicht auch einfach die Wanderung mal für sich genießen will, weil jeder, der YouTube weiß, jeder, der YouTube macht, der weiß auch, dass das anstrengend ist, auch wenn man dann so durchs Bild rennt, wieder zurückrennen muss, die Kamera holen. Damit habe ich ja dann irgendwann aufgehört, weil mir das zu anstrengend war. Das mache ich zwischendurch zwar immer mal wieder, aber nicht so häufig, wie er es getan hat. Hat sich richtig Mühe gemacht. Du hast dir Mühe gemacht, Saki. Ja, ich wollte es einfach nochmal aufnehmen, nochmal mein Statement dazu geben, dass mich das traurig macht. Das Video dazu verlinke ich, der Kanal ist unten auch verlinkt, Leute. Guckt da auf jeden Fall nochmal rein. Abonnenten, um das nochmal aufs Klar zu bringen, sind fast 200.000. Die Aufrufe sind tatsächlich auch nicht schlecht gewesen. Spricht ja eben für die Qualität seiner Videos. Ja, es ist wirklich, ich habe mit Lukas, wir haben uns vorhin auch geschrieben und haben gesagt, ey, Saki, hört auf, was, wie? Weil ich habe halt letzte Woche noch seine Videos gesehen von der Umrandung er war da an der Müritz war unterwegs. Und das hat er auch mit dem Boot gemacht. Da war ich wieder, oh geil, Saki wieder am Start. Und ich liebe das einfach. Das entspannt mich und das gibt mir auch Kraft. Saki, das Wort geht jetzt an dich. Vielen, vielen Dank für all die Jahre, für diese Inspiration, für diese Kraft, die du mir gegeben hast, die du auch meinem Team gegeben hast. Danke. Einfach nur ein ganz großes Danke. Ich hoffe, du siehst das Video und dass es bei dir ankommt. Falls jemand bei Saki Zuschauer ist, leite das Video gerne weiter. Ich bin traurig. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles erdenklich Gute. Auf deinem Weg, ne, dass dir weiterhin tolle Menschen begegnen. Ich denke, die Leute, wenn du weiter wanderst, und das wirst du, da bin ich überzeugt von, dann wirst du den einen oder anderen von uns mal treffen. Wir werden uns dann über den Wanderweg laufen. Ja, Leute, sowas fällt mir immer nicht leicht. Ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen. Weil auch das ist irgendwo eine Art von Abschied. Und Saki, danke. Deine Videos waren toll. Die Zeit mit dir, die wir mit dir verbringen durften im Internet, beim Zuschauen, einfach fantastisch gewesen. Danke und mach's gut. Ich werde auf jeden Fall weitermachen und wenn ich wandern bin, werde ich wahrscheinlich ganz oft an dich denken. Das geht mir jetzt schon immer so. Ich denke ganz, ganz oft an das, was du sagst. Und dafür danke ich dir. Vielen Dank.